Hallo, Hallöchen, liebe Leute, hier bin ich wieder, euer. So, ich habe ja eigentlich gesagt, ich möchte hier reingehen, um, naja, die Quest abzuschließen. Aber von einem sehr guten Kumpel wurde mir ein verdammt guter Tipp gegeben. Mehr oder weniger. Zwar hat er gesagt gehabt, dass ich eine Wackelkopfpuppe finden kann in der Bücherei von Boston, die mir äußerst gut gefallen würde. Welche das ist, kann ich mir, denke ich mal. Also kann ich mir denken, er hat gesagt gehabt, dass sie irgendwo nordwestlich sein sollte von dem Trinity Tower hier in der Nähe. Das heißt wahrscheinlich irgendwo hier so. Es aussieht wie so ein Parlamentsgebäude wie das hier. Da würde ich sagen, tut mir leid, wie gesagt, gehen wir erstmal hier von weg und versuchen da hinten hinzukommen und dann zu sehen, ob wir, ja, auch wirklich dahin, wie das wäre, dahin wollten, da müssen wir lang, dahin wollten, und ob das wirklich so toll ist. Kann ich, ne? Gut. Was wo? Was wird das? Da ist er doch. Hallöchen! Gucken, ob wir gut treffen. Ich bin blind! Alter! Ist tot! Sehr, meins! Nee, Protektor uns angreifen ist nicht mehr. Und etwas zu stark. Nun gut, wollen wir mal ein Stückchen dahin gehen? Okay. Silver Round Signal. Was ist das? Wir gleich wiederfinden. Einfach nochmal gucken, damit wir noch mehr Quests kriegen. Das hier geht raus an alle Fans von Silver Round. Also an niemanden. Dringende Mission. Wenn ihr echte Fans seid, schaut bei der Höhle der Erinnerung vorbei und fragt nach Kent Connolly. Silver Shroud braucht euch. Danke. Okay. Ja, ich habe ja was gesagt von eurer Quest. Darf ich mich nicht beschweren. Comic-Line? Na, nicht reingehen. Ich weiß, da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele tolle Hefte, aber sind auf der Mission, da hinten hinzukommen und dann, ja, ne? Trinity Tower. Mal kurz. Ja, hier so irgendwo, das heißt. Ach, da noch lang. Gucken, bis es unten auf der Karte vielleicht aufploppen sollte. Wenn nicht, dann bin ich etwas böse. Ist es das da schon? Library, yo! Cool. Stadtbibliothek Boston. So, noch reinkommen. Aber ich habe gehört, das soll auch gut gesichert sein, von daher. Mal schauen. Geht's nach unten? Komm ich auch irgendwie direkt rein, oder? Ist das nicht möglich? Ja, super Mutanten. Komm ich hier rein? Komm ich hier nicht rein? Das Schloss sieht stabil aus. Naja. Die machen wieder Rambazamba bis zum geht nicht mehr. Sollen sie es machen? Okay, die kämpfen gegen den Dingens. Gegen. Cool. Ja. Ach, sollen sie erstmal. Kuckuck. Kuckuck. Gesehen haben sie mich noch nicht. Hierher, Fettsack, Fettsack, Fettsack. Wirklich? Ein Met-Lutscher für dich. Versuch, ich bin vor dir. Versuch's ruhig. Haben wir hiervon noch? Nicht genug. Okay. Habt ihr euch jetzt selbst angezündet? Oh, meine Energie. Noch nie.
Vielleicht einfach mal runterlaufen sollen. Die sieht ja fett aus, die Knarre. Versuchen wir es nochmal. Wir versuchen es nochmal. Aber diesmal bin ich etwas gemein. Um 99 Schuss, einen können wir mal versemmeln. Fettsack. Grauenhaft. Triggern die nur manchmal oder was ist da los? Toter Ghoul. Ich verstehe es nicht. Das Geräusch da. Was soll das sein? Und ich schleich natürlich. Echt blöde Geräusche. Oh Gott! Natürlich wieder so ein ganz fetter. War noch mutiert. Wunderbar. Kopf ist kaputt. Geh mal auf deine Beine. Abwarten. Oh. Das Versprechen wahr machen. Hey, Lewitzka. Schon wieder so ein legendärer. Vielleicht lohnt sich's. Und jetzt. Scheiße! Oh, Mist. Ich glaube, ich schieße es mal besser auf die Arme. Bei dem Ghoul kannst du die Beine und alles wegschießen, damit sie dich nicht mehr verfolgen können, aber. Nein, 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 nein! So sicher! Ne, vielleicht nicht klar. Gott, der will mich! Schnellere Möglichkeit gibt HP zu regenerieren. Hört mich gerade ein bisschen an. Na, wo geht er denn? Warum so schwach abwarten? Das ist Taktik! Ich würde doch mal nochmal das Bein versuchen. Seht beide selbst, dass es fast zerschrotet. Scheiße! Der wird Glubschaugen. Egal, den kriegen wir. Den kriegen wir. Wenn das dauert, den sein Bein zu zerstören. Echt krass. Mann, ey. Wie gesagt, ich muss aber auch immer spannend halten. Schlimmste wäre natürlich, wenn sich das jetzt alles nicht lohnen würde. Ich durchdrehen. Wenigstens, jawohl. Aber ich hoffe, der hat nicht wieder so eine Schrottknarre. Ich meine, ja, die wir gefunden haben, 50% mehr gegen Roboterschaden, das ist geil. Kein Zweifel. Okay, dein Bein ist kaputt. Aber, naja, wie oft spielt man gegen Roboter? Oder wir jedenfalls. Ab dich. Lederrüstung, okay.
infiziert, den durch Roboterfuß hat. Ich habe gerade noch was wegen Roboter gesagt, du fettes, widerliches Scheißvieh. Ich will noch mal ganz kurz gucken. Lederrüstung sogar noch, verdammt nochmal. Er braucht noch Lederrüstung. Den Tipp, ich nicht. Das war schon wieder unfair. Gleich so ein übelster, fetter Gegner. Warte mal, wir wollten schleichen. Ist das... Ah, der wollte ein Ei legen. Deswegen war der so sauer. Hallo? Hat noch etwas Gesellschaft gehabt? Oder das hat er gerade rausgeschissen? Und gucken. 15. Naja, besser wie nichts, ne? Na, Haarbürste. Natürlich. Nicht das eigene Gewissen quälen, sondern lieber uns erzählen. Wenn Sie verdächtige Aktivitäten ja, sofort. Das darf ich nicht durch. Bitte, 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 bitte. Das ist hier was wirklich Geiles geben. Yay, das hat sich voll gelohnt. Was ist das? Oh Gott! Nicht das eigene Gewissen quälen, sondern lieber uns erzählen. Wenn Sie verdächtige Aktivitäten, bitte sofort. Naja, immerhin, ne? Überlegt mal. Der hat eine Mini-Atombombe, das heißt, die machen wir uns doch zu eigen. Bist du... Speichern, speichern, speichern. Oh, zeig doch deinen fetten, hässlichen, grünen Tanten-Shrek-Kopf her. Nein, 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 du bleibst schön unten. Och, bitte lass dich jetzt nicht... Jetzt tot. Bitte lass dir nicht tot sein. Ihr wollt mich wohl verarschen! Wie viele? Na noch die Köter! Nein! Ich hab sie umgebracht, yay. Yeah. Bitte lass mich jetzt nicht wieder an der Tür speichern. Das ist doch eine Verarsche! Nee, speichern. Bitte, 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 der muss an dem Punkt geblieben sein. Nicht da, ansonsten ist das eine permanente Todesfalle. Das wäre so richtig scheiße. Ulululu, Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Oh, wäre das jetzt mies gewesen. Wieso hat er mich so schnell gesehen? Viel zu nah dran oder was? Ich überlege gerade echt einfach auf seine Dinge zu schießen und alles da hinten hochgehen zu lassen, aber ich möchte auch die Munition haben für schlechtere Zeiten. Ach Mann. Kommt der hoch? Das wird doch näher, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du kommen raus aus Versteck. Bleib bloß weg von mir. Der hat mich nicht gesehen. Jetzt weg. Schade. Oh Gott sei Dank. Ich sag grad wirklich viel Gott sei Dank, aber
Ernst, ey. Noch aktiviert. Kurz gucken. Oh, schon wieder eine unsichtbare Wand oder was? Wichtig, hier kriegt mich dich. Ich bin auf dem Scheiß. Raus. Nix nochmal den Fettsack erstmal umgenetzt. Ich will gerade nicht speichern, ohne Witz, ich will erst mal gucken, ob die dann weg sind. Weg nach oben ist frei, gut. Himmelauschen Zwirne. Es sind noch 500 legendäre Gegner. Naja. Komm, guck. Jetzt doch da nur der eine kommt. Okay. Wieso trifft der so scheiße auf den Kopf? Oh, jawoll! Ein Schuss habe ich da noch, oder? Speicher mal. Nichts mehr auf der 6. Schmeißen wir uns mal rein. So viel. So viel. So richtig viel. Ich nehme erstmal die Maulwurfshappen. Schnauze. Ich hab gedacht, einer von diesen Kötern käme jetzt sein. Das wäre natürlich mies gewesen. Die sind um einige schneller und bösartiger im Nahkampf. Da ist ja schon Fifi. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten sie davon Abstand nehmen, die Positronenbegleiter zu manipulieren. Fifi als Maul! Ich hab mal gesagt, dass ich Viecher hasse! Level up! Level up! Oh je, oh Schreck. Den würde ich gerne, wenn ich 17 bin, einmal hochhauen. Ohne Witz. Aber wollen wir uns das Schleichen erstmal gönnen? Ich weiß ja nicht. Eigentlich sparen wir hier auf den Scharfschützen den Arten. Schleichen ist natürlich auch Gold wert. Schlösser knacken. Ist hier irgendwo ein Skill dafür? Intelligenz? Oh Gott, Luki, Luki. Jetzt nicht so ausgesehen. Was ist das hier? Schlossknacker. Ihr wollt mich wohl verarschen! Ihr wisst, was jetzt kommt.
danach das Level, das könnte ich auch wieder auf Schlossknacker dann draufhauen. Ich weiß nicht, dann kriegen wir vielleicht da oben die eine Tür. Vielleicht ist das ein einfacher Weg. Naja, zu meiner eigenen Sicherheit. Meine eigene Sicherheit sollte ich alle Supermutanten umbringen! Mach ich auch. Dass von hinten doch noch wer kommt, der mich umarmen möchte mit seinen großen grünen Armen oder seinen stattlichen Beißerchen. Hier scheint alles weg zu sein. Da ist nichts drin. Miniaturpuppe. Schwere Supermutanten. Jetzt können wir alles den dicken Fettsack geben. Den Strong. Nein, du sollst das da drunter anpacken. Aber guckt euch die Augen an. Sieht so glubschi-mäßig aus, als ob er nach rechts und links wegschielt. Sofort in die Knie, Junge. Geht doch. Wie gesagt, es ist geil, dass wenn man versteckt die ganzen Dinger hier von denen wegnehmen kann, von diesen Selbstmordattentätern. Das? Ach, eine Wort-Lunchbox. Kronkorkenmine. Ich habe noch keine gebaut. Dafür müsste ich, glaube ich, auch erstmal einen Perk freischalten, damit ich Minen bauen kann an einer Campstation. Aber, ja. So mit Minen möchte ich eigentlich gar nicht arbeiten. Ich möchte alles sparen und dann für irgendeinen Supergegner aufheben. Das bin ich. Rex. Wie der bei der Festung, denke ich jedenfalls. Wenn die sagen, ist eine riesige Kreatur aus dem Meer rausgekrochen und so. Ich rechne immer noch mit Godzilla. Nein, Spaß. Aber ich rechne damit, dass das Viech äußerst unangenehm und verdammt groß und... ja. Schwer zu besiegen. Nennen wir es einfach mal schwer. Wahrscheinlich so fett auf die Fresse bekommen. Damit ich mich irgendwo verstecken kann, wie bei dem Schwan. Dass ich den von einem sicheren Standpunkt aus beballern kann, diesen Gegner, der da auf mich lauert. Das wäre nett. Sei denn, der spawnt irgendwelche Viecher, die klein genug sind, um durch eine Ritze zu kommen oder so. Ich meine, die U-Bahn-Station, wo wir jetzt uns hingestellt hatten, um den Schwan zu killen. Deine Viecher wären da locker durchgekommen. Toter Supermutant. Vom Botzen! Die Bibliothek ist zurzeit geschlossen. Danke. Abgeschlossen. Och, das ist doch nicht. Och nö. Das Schloss sieht stabil aus. Oh, komm schon. Hier bekomme ich es auch nicht auf. Den anderen Weg? Glaube nicht. Ja. Irgendwo noch? Nee. Oh. Das ist ärgerlich. Und oben ist ja auch noch so ein hartes Schloss. Oh, da müssen wir wirklich den Schlossknacker das nächste Mal drin. Ich habe eigentlich ein Defizit mit dem Gewicht langsam, deswegen wollte ich das mit diesem einsamen. Was ist das jetzt? Einsamen Umherstreifer machen. Einsam umherz hier. Na, scheiße. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es die Intelligenzwackelpuppe ist, die hier vielleicht rumliegt. Meine Leute mich ziemlich gut kennen und wenn sie mir schon so einen Tipp geben, ja, ich sowieso auf Intelligenz so hoch geskillt habe, damit ich schön viel XP farmen kann. Ach, scheiße. Aber ich merk's mir. Dann gehen wir halt doch zuerst in die U-Bahn-Station. Immerhin Level Up.
Und eine Mini-Atombombe. Gott, ist die Kuh hässlich. Naja, ich werde jetzt noch die ganzen Sachen abladen in Sanctuary und wir sehen uns dann vor der U-Bahn-Station wieder, wo wir hier diesen Valentine da suchen sollen, wie auch immer. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Lassak.